Die Waffen im Anschlag, Alarmstufe gelb. Die vereitelten Terroranschläge von Belgien haben das Land in Angst versetzt. Vor sensiblen Gebäuden wie den EU-Institutionen oder jüdischen Einrichtungen sind Soldaten postiert. Einlasskontrollen wurden verschärft. Brüssel gibt ein Stück persönlicher Freiheit auf, um Sicherheit zu vermitteln. Gemäß einer Umfrage unterstützen 80% der Belgier diese Maßnahmen. Personnellement, je me sens plus à l'aise. Ich persönlich fühle mich besser und sicherer, obwohl ich natürlich weiß, dass dies nur symbolische Maßnahmen sind. Des mesures qui sont très symboliques. Ma réaction spontanée quand je vois des soldats dans les rues, c'est que je suis dans une zone pas sûre. In einer gefährlichen Umgebung zu sein, je pense le sentiment d'insécurité plutôt que le sentiment de sécurité. Die belgische Terrorzelle hatte Polizisten und Polizeieinrichtungen im Visier. Mehrere Anschläge standen unmittelbar bevor. Groß angelegte Razzien, wovon eine in Verviers blutig endete, haben Schlimmeres verhindert. Nur wenige Tage nach den Attentaten von Paris zeigt sich, dass die Terrorgefahr vor Staatsgrenzen nicht Halt macht. Wir müssen die Spuren der Auslandskämpfer, die von und nach Syrien reisen, gemeinsam verfolgen. Es geht insbesondere mit der Weitergabe von Fluggastdaten. Ich hoffe, das EU-Parlament ändert seine Haltung gegenüber PNR. PNR, Passenger Name Record, lautet der Vorschlag, den dieser Tage so gut wie alle EU-Staaten vorbringen. Damit sollen alle Buchungsinformationen von Flugpassagieren gesammelt und den Sicherheitsbehörden EU-weit zugänglich gemacht werden. Dies ist keine neue Idee, doch das EU-Parlament hat diesen Vorschlag bisher abgeblockt wegen Datenschutzbedenken. Immerhin versteht sich das Europaparlament als Verteidiger der europäischen Grundwerte. Nun aber versucht die größte Parlamentsfraktion, die Europäische Volkspartei, die anderen Abgeordneten von ihrer Blockadehaltung abzubringen. Da ist der erste Gedankenschritt der, dass wir die Fluggastdaten der Flugreisen von und nach Europa und in den EU-Schengen-Raum und nach Europa erfassen. Also zuerst einmal die Flüge hinaus und herein, das hat natürlich den Hintergrund, dass wir die möglichst komplette Erfassung von Dschihad- und IS-Terroristen und Foreign Fighters, also von europäischen Staatsbürgern, die in diesen Krisengebieten kämpfen und dann zurückkehren und ein unglaubliches Risiko darstellen. Der Hunger nach Daten ist in den EU-Mitgliedstaaten groß. Wenig überraschend also, dass auch die europäische Vorratsdatenspeicherung wieder Diskussionsgegenstand ist. Das monatelange Speichern von Telefonverbindungsdaten, SMS und E-Mails hatte der Europäische Gerichtshof vor knapp einem Jahr verboten. Damit würden die bürgerlichen Freiheiten zu stark eingeschränkt. Entsprechend ablehnend reagieren viele EU-Parlamentarier auf den zuletzt aufgekommenen Vorschlag zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben immer wieder gefordert, zeig uns mal, dass es notwendig ist. Gib uns die Beweise dafür. Und über viele Jahre hinweg haben die Mitgliedstaaten einfach verfehlt, uns diese Beweise zu geben. Und wir haben immer mehr das Gefühl, ich glaube, sogar der Bundeskriminalamt in Deutschland hat mal gesagt, ja, das bringt eigentlich an Sicherheit, bringt das eigentlich nicht viel. Ne? Und wozu dann? Wozu sollte man eigentlich die Rechte der Bürger einschränken, wenn das nicht mehr Sicherheit bringt? Doch auch die Gegner von zusätzlicher Überwachung im EU-Parlament wollen sich nicht vorwerfen lassen, untätig zu sein. Anstatt noch mehr Daten zu sammeln, sollen bestehende Maßnahmen besser ausgeschöpft werden. Es gibt zum Beispiel jetzt schon eine Art Abteilung der Kommission, das heißt Intelligence Center, INSEN, und die beschäftigen sich schon mit Austausch von Informationen. Für einen verbesserten Austausch von Informationen sollten wir aus diesem Intelligence Center eigentlich eine richtige europäische Intelligence-Behörde machen, wo die Geheimdienste tatsächlich unter sich die Informationen austauschen können. Es stünden ausreichend Instrumente zur Terrorbekämpfung auf EU-Ebene zur Verfügung, die nur besser genutzt werden müssen, argumentiert auch die Expertin für Strafrecht in der EU. Wir verfügen über sehr gute Einrichtungen. So sind die Polizeibehörde Europol und die Justizbehörde Eurojust gut für den Kampf gegen grenzüberschreitende Schwerkriminalität gerüstet. Doch die Kooperation mit den nationalen Instanzen funktioniert nicht. Mais là où le bât blesse, c'est dans les relations de coopération.
Situationsdiagnosen anstatt Hysterie. Doch angesichts der herrschenden Sorge vor der Terrorbedrohung zeichnet sich auf EU-Ebene vielfach politischer Aktionismus anstatt Reflexion ab. Wir laufen derzeit Gefahr, dass wir eine Politik der Ultrasicherheit etablieren. Damit schaffen wir einen Big Brother Superstaat, der nicht mit den europäischen Werten vereinbar ist. Europa steht vor der Herausforderung, seine Werte trotz Terrorangst zu verteidigen. Immerhin sind auch diese Werte das Ziel des islamistischen Terrors.